Hallo Leute, willkommen zum Shop-Update. Wir kümmern uns erstmal darum, was haben wir denn heute als wöchentliche. Oh, es gibt einen Fallverbesserer, da lohnt sich das doch jetzt mehr, direkt diese 160er zu machen. Oh, Fallverbesserer, auch nicht schlecht. Wir haben auch noch, das nehme ich hier noch mit rein, und zwar bei der Horde gibt es was Neues. Und zwar Hordenjagd, neues Spray und 54.000 Battle Pass LP. Schließe die letzte Welle der Herausforderung Wind gepeitscht ab. Wind gepeitscht, das gucke ich mir mal an. Wind gepeitscht, das ist das. 140, so. Das ist das. Ah, das ist das neue. Weiß gar nicht, was ist das. Was ist das denn? Wird nicht angezeigt, was genau es macht. Stimmt, irgendein Modifikator ist drin. Dann Mensch gegen Natur. Ja, das war der Auftrag, wo die Tiere das erste Mal vor 2 Jahren reinkamen. Und jetzt gibt es hier nochmal die Auftragsreihe dazu, da muss man eliminieren Wildtiere, also Wildschweine, Dinos, Raben, Wölfe, sowas. Ja, da drüben können wir auch einen Helden freischalten. Und Hühner gibt es natürlich. So, die ist sie denn bei Helden, die, was war die denn? Ich glaube die Dicker war hier. Das war hier die Gia heißt sie. Die kriegt man in der Auftragsreihe. Helden. Was haben wir denn hier? Was hier? Entertainment. Wildlife. Also Helden heilen ein gezähmtes Bild hier für 15% des Schadens, die man austeilt an Gegner. Also, ich mag das nicht so in Englisch. So, dann haben wir als Kommandantin auch. Und gezähmte Wildtiere heilen den Spieler für den Schaden, den man Gegner austeilt, ne? Nochmal 30%. Das ist ein guter Perk. Ja, gut, dann kommen wir mal zu dem Item Shop. Da ist die Zimt. Ach man. Da ist der Bogen hier drin. Proward Key. Ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wenn man damit schießt, steckt es in den Gegner drin, zum Beispiel, und explodiert. Und so wie der Bombogen. Dauert eine Sekunde, bis es, oder ja, wie gesagt, 2 Sekunden. Eigentlich ist es eine Sekunde, aber kann sagen, okay, es sind 2 Sekunden, würde ich jetzt auch sagen, okay. Explodiert das, macht einen, so wie der Bombogen, Schadensfläche, ist vielleicht eher der Bonbon ein bisschen besser, aber ich sag mal so, man kann natürlich sowas wie eine Falle stellen, zum Beispiel schießt jetzt irgendwo einen Bogen im Boden und die kommen und dann explodiert es. Naja, wenn man jetzt den Bonbon nicht hatte, kann man die Waffe nehmen, aber hat man einen Bonbon, braucht man die nicht. Ich weiß gar nicht, wird Moment mal. Ich guck mal, wie die beiden Waffen sind, ob die nicht irgendwie welche Stärke ist. 70K 141. Da ist die. Ne, macht sogar weniger Schaden, ja, dann ist der Bonbon besser.
Weil der Bumerang macht Schaden 70k und ein Kopfschuss Schaden macht er sogar 141k und der hier macht gerade mal die Hälfte davon. Also, ja, gut, dann kann man die weglassen, dann kann man sich die Bonbon holen. So, aber dann machen wir hier mal weiter. Was haben wir denn noch? Den Warnwind, ist das drin? Hier ist schon öfters drin. Nee, braucht man nicht. Wandstacheln. Kann man immer mal mitnehmen, ist eigentlich schon ziemlich hilfreich. Legendäre Kraftquellen, natürlich. Basis Nox, haben wir denn da? Ja, guck mal, das ist natürlich auf Deutsch, ist klar. Ah, das hilft mir natürlich gut. Bei Gebäuden im Wirkungsbereich deiner Basis werden alle 10 Sekunden 4% deiner maximalen Kondition wiederhergestellt. Das ist sehr, sehr nice. Dann würde ich dann direkt als Kommandanten spielen. Bei Gebäude im Wirkungsbereich deiner Basis werden alle 10 Sekunden 11% ihrer maximalen Kondition wiederhergestellt. Das ist sehr, sehr nice. Das wird auf jeden Fall mitnehmen. Das für Konstrukteur ist halt auch sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Wenn man halt seine Gebäude hochheilen will, ohne dafür Metz zu verschwenden. Zabatron, nee. Sturmschlitte, ja. Ah, es gibt 10 Stück. Das lohnt sich natürlich sogar mehr als sonst. Sturmschlitte kriegt man nicht so oft, wenn man halt nicht so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel 160er. Da kriegt man natürlich, wenn man die Mission macht, 450 von. Wenn man sich jetzt hier noch ein bisschen kauft, kann man noch machen, ne? So, Auge des Sturms nimmt man sich mit. Jetzt in der Flasche auch. Reiner Regentropfen, genau das gleiche. Ja, Vorteil fix vielleicht dann noch mit hinzu. Ansonsten haben nichts mehr. Ja, ich würde sagen, ist okay. 5 von 10, sowas. Aber was am besten ist, man kriegt wieder ein Spray für Horde. Okay, ist jetzt nicht viel, ne? Also ein exklusives nur für eine Woche, glaube ich, geht das sogar. Kriegt man eins. Und natürlich Fallenverbesserer. Warum nicht? Na, wenn man Unterfangen schon durch hat, dann ist das natürlich gut, wenn man den noch dazu hat. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann später.